mein Name ist Maike Rupek, ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin Krankenschwester im Homecare-Unternehmen und habe seit 20 Jahren MS. Dass ich katetern musste, habe ich festgestellt, ich saß in der Fortbildung, hatte die ganze Zeit Harndrang, bin alle paar Minuten zum Klo gelaufen, konnte aber die Blase nicht selbstständig entleeren. Bin dann zum Arzt gegangen und der hat mit dem Eimerkatheter halt fast 1000 Milliliter Resthahn aus der Blase rausgeholt. Mhm. Und mir dann halt empfohlen, das doch selber regelmäßig durchzuführen. Ich katheter im Moment zweimal täglich und halt während irgendwelcher Schübe dann halt, wenn das mit der Blasenentleerung wieder schlechter ist, katheter ich dann 3 bis 4 Mal täglich. Und ich merke das dadurch, dass ich dann halt immer wieder dieses Druckgefühl im Unterbauch habe. Ich bin zu dem Aktrien Mini gekommen durch berufliche Vorkenntnisse und halt, ja, weil ich ihn sehr schön diskret finde. Man kann ihn in jede Tasche reinstecken, ohne dass er großartig auffällt, weil er halt nicht größer ist irgendwie als ein Lippenstift. Also es ist halt wichtig, hygienisch zu arbeiten, um Blaseninfektionen vorzubeugen und ja, halt auch eine Keimverschleppung halt zu vermeiden. Weiterhin verwende ich dann für die Händedesinfektion Händedesinfektionsmittel und zur Schleimhautdesinfektion Prontosan C. Das sprüht mir direkt auf die Harnröhre. Weitere Hilfsmittel wie Spiegel oder so weiter brauche ich nicht. Ich merke, dass ich katetern muss, wenn ich halt wieder ein Druckgefühl im Unterbauch bekomme. Und dann gehe ich halt mit meinem Katheter zur Toilette und für den Katheterismus durch und dann ist hinterher wieder alles in Ordnung für mehrere Stunden. Also im alltäglichen Leben schränkt mich das Kathedern eigentlich gar nicht ein. Ganz im Gegenteil, ich habe dadurch halt viel mehr Freiheit wieder gewonnen, sodass ich nicht ständig auf der Suche nach irgendwelchen Toiletten bin. Anderen Betroffenen möchte ich gerne mit auf den Weg geben, dass das Kathedern nichts Schlimmes ist. Es tut nicht weh. Es verschafft einem, wie gesagt, wieder etwas mehr Freiheit, weil man halt keine Toiletten mehr suchen muss, nicht ständig Angst haben muss, dass irgendwas daneben geht. Und es gibt halt medizinisches Fachpersonal, die einem da beratend zur Seite stehen, einen anleiten, einem nochmal verschiedene weitere Hilfsmittel wie Spiegel etc. vorstellen, ganz individuell auf den Betroffenen halt eingehen, weil jeder halt unterschiedlich ist. Der eine katetert auf der Toilette, der nächste im Rollstuhl, der übernächste im Bett. Und da wird halt individuell drauf eingegangen.